Fasching ist und wie jedes Jahr feierte man bei ausgelassener Stimmung den schon traditionellen Krumbacher Narrentag, der seit vielen Jahren vom Wirtschaftsbund veranstaltet wird. Wir Krumbacher begrüßen euch sehr herzlich in Echtzeit TV. Wir haben heute unseren Narrentag und wie man sieht hier, wenn man da mit der Kamera schweift, was da für Masken sind, immer so an die 250 Masken hier in Krumbach. Und es macht eine richtige Gaude. Und es ist schön, dass ihr auch hier seid. Gestartet wurde am 11.30 Uhr beim Gasthaus Heisenberger, wo sich anschließend der närrische Zug durch die Straßen Krumbachs zur Mumbab-Halle bewegte. Du weißt, wir machen schon 30 Jahre diesen nahen Marsch und nahen Tag hier in Krumbach. Wie gefällt es dir? Ich finde es einfach super. Es hat eine Tradition und ich glaube, diese Tradition soll man aufrechthalten. Ich finde auch die Stimmung bei den Gästen alle her, die was hier mitmachen dabei, die fühlen sich wohl. Und ich glaube, sowas sollte man aufrechthalten. Ja, und du weißt schon, dass du heute Konkurrenzorgane bist für Echtzeit TV. Ja, das macht mir überhaupt nichts aus. Ich glaube, die werden das sicherlich schaffen bei Echtzeit TV, dass man das ein bisschen verdecken tut. Gell? Ich danke dir. Bei Musik und guter Laune trafen sich Jung und Junggebliebene bei diesem närrischen Treiben. Wir machen das ja eigentlich schon, wie gesprochen, 30 Jahre fast, dass wir da Prämierung machen, dass wir hier das veranstalten, wir, die Wirtschaft von Krumbach. Was sagst du dazu? Wie hat sich das alles entwickelt? Ja, entwickelt hat sich das so, dass wir ja irgendwann einmal klein begonnen haben mit ein paar Gruppen und dann Jahr für Jahr aufgebaut haben. Und jetzt ist es für Krumbach, gehört zum Jahresablauf, ist es einer der Events in Krumbach. Und es belebt die Wirtschaft, es belebt die Lebensqualität und einfach, es ist eine Gaudi für alle. Ja. Also das heißt, wir zwei, wir werden so weitermachen. Wir machen so weiter, genau. Am Ziel angekommen, wurden die vielen originellen Masken prämiert und für die Kinder gab es zur Stärkung gratis Pizzaschnitten und kleine Überraschungen. Schatzi, bei der anschließenden Tanzparty wurde noch lang und ausgiebig gefeiert.